Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal möchte ich sagen, danke, dass ihr das mit dem Tuning No-Go so gut aufgenommen habt. Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich, aber ich finde es echt cool von euch. Danke dafür. Und heute geht es wieder weiter an unserem Audi A4. Wir gehen heute ein bisschen weiter auf diesen All-Black-Style ein. Und zwar werden wir da die Chromleisten machen, die Dachleisten. Und bei den Dachleisten ist es so, ich habe eigentlich gedacht, dass ich ein paar schwarze besorgen kann, weil ich die gerne so, die silbernen gerne lassen würde. Aber ich habe wirklich keine gefunden. Ich habe eBay Kleinanzeigen und überall geguckt, ich habe keine gefunden. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, wir werden sie doch lackieren. Ich denke, das ist dann doch die beste Möglichkeit. Aber anfangen werden wir erstmal mit den Chromleisten. Da werden wir am Heck anfangen, mit der großen Leiste vom Kofferraum und dann werden wir die Seitenscheiben machen. Und ich würde sagen, los geht's! Bevor ich mit den seitlichen Chromleisten anfangen konnte, musste ich erstmal diese ganzen grünen Ablagerungen, diese Moosablagerungen entfernen und dann quasi nochmal genau dasselbe machen. So, meine Freunde, auf dieser Seite seht ihr, ist noch alles chromfarben und auf dieser Seite ist es bereits fertig, alles schön in schwarz gehalten. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr meint, All Black, schwarz besser oder chrom. Ich habe es aus dem Grund auch so gemacht, ich habe es in schwarz gemacht, foliert, weil falls ich doch nochmal auf die Idee komme, ich finde dieses Chrom total cool, dann kann ich es immer noch abmachen und fertig. Neuer Tag, neues Glück. Wir werden jetzt mal die Dachreling entfernen und zwar ist das total einfach. Und zwar zieht ihr einfach nur richtig kräftig und schon ist das Ding ab. Habt ihr mir das geglaubt? Nein, oder? Natürlich nicht. Ich zeige euch gleich, wie es abgeschraubt wird. Und zwar sind drei Muttern versteckt von unten. Das heißt, ihr müsst hier die seitlichen Himmelverkleidungen oben abschrauben. Und zwar sind da drunter drei solche Muttern versteckt auf jeder Seite. Die müsst ihr ablösen und dann könnt ihr es einfach oben abnehmen. Die Dachverkleidung müsst ihr ein bisschen, ich hatte das Glück, ich konnte es mit meinem Werkzeug, kam ich gut dran. Ich habe es ein bisschen runtergezogen und konnte es dann abschrauben. Kann natürlich sein, ihr müsst es ganz abbauen. Aber wie gesagt, ich hatte das Glück und jetzt gehen wir ein bisschen dran und lackieren das Ganze mal. Ein bisschen Magie. 3, 2, 1. Was ist jetzt passiert? Leute, wir haben es einfach weggeschnipst. Scheiße. Und jetzt? Jetzt ist unsere Dachreling einfach weg, oder was? Hä? Da ist sie ja. Was meint ihr, Leute? In schwarz viel besser? Also ich finde es persönlich viel, viel schöner in schwarz.
Jetzt haben wir, wie gesagt, wirklich schön diesen All-Black-Style. Ich hätte gerne für euch noch einen Carporn zum Schluss gemacht, aber mit den frisch lackierten Teilen bzw. auch der Folierung von gestern ist jetzt Autowaschen eher schlecht. Damit sollte man mindestens eine Woche oder zwei Wochen warten. Deswegen im nächsten Video werde ich da aber für euch noch einen kleinen Porn machen. Und wir haben noch was, was ganz neu ist. Ich laufe hier mal kurz hoch. Und zwar, also neu ist es nicht, aber neu auf dem Channel. Und zwar hat meine liebe, gute Queenie, meine Verlobte, ihren Daily zur Verfügung gestellt für ein Video. Und zwar müssen wir da noch ein bisschen Kosmetik betreiben. Hier ist er. Ein Lupo, 1,4er, glaube ich, mit, was hat er, 55 PS oder was? Der bekommt neue Felgen und wir machen noch ein bisschen Kosmetik. Das machen wir dann im nächsten Video noch zum Carporn dazu. Mit der Simpson geht's auch weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Haut rein, macht's gut, ciao!